Im Laufe der Geschichte hat die Frage, warum wir hier auf der Erde sind, immer wieder für Diskussionen und Kontroversen gesorgt. Vor allem das Christentum hat seinen Anteil an Fraktionen und abweichenden Überzeugungen, die zu vielen Interpretationen der Bibel geführt haben. Aber was wäre, wenn es eine Version der Bibel gäbe, die jahrhundertelang verborgen war und die alles auf den Kopf stellen könnte, was wir zu wissen glaubten? Die Entdeckung einer 1500 bis 2000 Jahre alten Bibel im türkischen Völkerkundemuseum hat den christlichen Glauben erschüttert, denn sie enthält das lange verschollene Barnabas-Evangelium. Welche Geheimnisse birgt dieser uralte Text und welche Auswirkungen wird er auf die Millionen von Christen auf der ganzen Welt haben? Bleib dran und finde es heraus. Das Evangelium des Barnabas ist kein gewöhnliches Evangelium. Es ist eine Apokryphe, die angeblich von einem Beobachter aus erster Hand verfasst wurde, der eine ganz andere Sichtweise auf das Leben Jesu hatte, als die, die in der Bibel beschrieben wird. Diesem Evangelium zufolge war Jesus einfach ein Prophet, der nie gekreuzigt wurde, sondern in den Himmel aufstieg. Aber halt, da ist noch mehr. Die Geschichte der Kreuzigung ist nicht völlig verloren. Das Barnabas-Evangelium legt nahe, dass stattdessen Judas Iskariot ans Kreuz genagelt wurde. Dieses Buch wurde bei einem gewagten Raub entdeckt, als Diebe versuchten, es über das Mittelmeer zu schmuggeln. Und jetzt kommt's, diese Version der Bibel wird aufgrund ihrer schockierenden Enthüllungen und ihrer antiken Herkunft auf einen Wert von über 25 Millionen Dollar geschätzt. Es ist kein Geheimnis, dass das Christentum und der Islam nicht immer auf Augenhöhe waren, aber was, wenn der Grund dafür in unterschiedlichen Auslegungen liegt? Diese neue biblische Geschichte könnte die Dinge auf den Kopf stellen, denn sie enthüllt, dass Jesus den Propheten Mohammed gekannt und sogar seine Ankunft vorausgesehen haben könnte. Wenn Christen sich entscheiden, dieses Evangelium zu würdigen, könnten ihr Glaube und ihre Lehren eine andere Wendung nehmen. Es ist jedoch nicht ungewöhnlich, dass Kirchen, insbesondere die christliche Kirche, sich die Geschichten rauspicken, denen sie in der modernen Praxis folgen wollen. Um die ursprüngliche Bedeutung hinter den Worten Jesu in der Bibel wirklich zu verstehen, braucht man den scharfen Blick eines Gelehrten. Aber diese Worte so zu verändern, dass sie zu modernen Überzeugungen passen, ist so einfach wie das Umschreiben der Geschichte durch ein paar einflussreiche Kirchenälteste. Die jüngste Entdeckung des Barnabas-Evangeliums macht den Vatikan verständlicherweise neugierig, aber es ist unklar, ob sie die Grundlagen des Christentums erschüttern wird. Die Enthüllungen in diesem antiken Text sind nur die Spitze des Eisbergs und wir fragen uns, welche anderen Geheimnisse noch in der Geschichte verborgen sind. Die Faszination, verborgene Wahrheiten aufzudecken, wurde durch Bücher und Filme wie der Da Vinci Code verbreitet, der mit der Behauptung, Jesus habe eine familiäre Blutlinie gehabt, für Aufsehen sorgte. Trotz Kontroversen und Kritik ist das Buch zu einem kulturellen Phänomen geworden, das viele dazu veranlasst hat, sich zu fragen, welche anderen Geheimnisse der Vatikan wohl verbirgt, einschließlich der angeblichen Blutlinie Christi selbst. Außerdem ist das Leben Jesu eines der am meisten untersuchten und diskutierten in der Geschichte und die fehlenden Jahre seines Lebens haben das Geheimnis nur noch größer gemacht. Es sind Theorien aufgetaucht, die behaupten, dass Jesus eine Frau und Kinder hatte und, was noch erstaunlicher ist, dass seine Nachkommen heute noch am Leben sein könnten. In der Bibel wird nur sehr wenig über das Leben Jesu zwischen seiner Geburt und frühen Kindheit und den Jahren vor seiner Kreuzigung erwähnt. Das hat viele dazu veranlasst, sich zu fragen, was er in dieser Zeit gemacht haben könnte und ob er eine Familie hatte. Könnte es sein, dass Maria Magdalena, die als Anhängerin Jesu beschrieben wird, auch seine Frau war? Die apostolischen Archive des Vatikans sind zu einem Brennpunkt für Theoretiker geworden, die glauben, dass sich darin Beweise für die Blutlinie Jesu verbergen. Einige vermuten, dass Briefe zwischen dem heiligen Paulus und Kaiser Nero einen Bericht aus erster Hand über das Leben Jesu liefern könnten, der auch Informationen über seine Familie enthält. Andere spekulieren, dass auch Zeichnungen von Jesus, die von Personen angefertigt wurden, die ihn persönlich gesehen haben, in den Archiven aufbewahrt werden könnten. Die frühesten bekannten Porträts von Jesus stammen aus der Zeit rund 200 Jahre nach seinem Tod. Diese alten Darstellungen von Jesus geben Aufschluss darüber, wie die Menschen ihn in den frühen Tagen des Christentums wahrgenommen haben. Aber was ist mit dem kontroverseren Thema der Blutlinie Jesu? Wenn die Beweise für seine Nachkommenschaft tatsächlich in den apostolischen Archiven des Vatikans aufbewahrt werden, warum tut die katholische Kirche dann so viel, um sie zu schützen? Die Antwort ist einfach und doch kompliziert. Die Offenlegung der Blutlinie Jesu könnte die Lehren der Kirche in Frage stellen und möglicherweise die Autorität der Heiligen Schrift untergraben. Die Vorstellung, dass Jesu lebende Nachkommen hat, mag weit hergeholt erscheinen, aber wenn sie wahr wäre, hätte das erhebliche Auswirkungen.
Sie könnte sogar die Rolle des Papstes in Frage stellen, da der engste lebende Verwandte Christi eine einzigartige und mächtige Position innehätte. Angesichts der vielen Generationen, die seit der Zeit Jesu vergangen sind, ist es jedoch wahrscheinlich, dass sich seine Blutlinie weit verzweigt hat, was es schwierig, wenn nicht sogar unmöglich macht, sie mit Sicherheit zurückzuverfolgen. Was weiß der Vatikan also über die Blutlinie Jesu und wie aktuell sind diese Informationen? Würde die Offenlegung dieses Wissens den Lehren der Kirche und der Heiligen Schrift widersprechen? Das sind die Fragen, die Historiker, Theologen und Verschwörungstheoretiker gleichermaßen neugierig machen. Darüber hinaus sind weitere Reliquien und Artefakte aufgetaucht, die Christen weltweit in Aufruhr versetzen. Eine dieser Entdeckungen ist das Jakobus-Ossuarium. Ein Kalksteinkästchen mit der aramäischen Inschrift Jakobus, Sohn des Josef, Bruder Jesu, die, wenn sie echt ist, der erste physische Beweis für die Existenz Jesu außerhalb der Bibel wäre. Die Echtheit des Ossuariums ist jedoch weithin umstritten und es war sogar Gegenstand eines Fälschungsprozesses. Trotzdem erregt die Möglichkeit, dass das Ossuarium echt ist, immer noch viele Christen. Ein weiteres Beispiel ist das Judas-Evangelium, ein gnostischer Text, der in den 1970er Jahren in Ägypten entdeckt wurde und Judas in einem anderen Licht als die biblische Erzählung darstellt, indem er behauptet, dass er durch den Verrat an Jesus eine göttliche Mission erfüllte. Dies widerspricht dem traditionellen christlichen Glauben und macht den Text zu einer umstrittenen Entdeckung. Dennoch bietet sie wertvolle Einblicke in das frühchristliche Denken und die Vielfalt der Glaubensrichtungen innerhalb der frühen Kirche. Im Laufe der Geschichte waren Christen immer wieder von Reliquien aus der Zeit Jesu fasziniert, wobei die katholische Kirche eine Vorreiterrolle beim Sammeln von heiligen Gegenständen, die in der Bibel erwähnt werden, bis hin zu den Überresten von Heiligen spielte. Eine der umstrittensten Reliquien ist das Grabtuch von Turin, ein Stück Leinen, das angeblich das negative Abbild eines Mannes trägt, der Jesus Christus sein soll. Obwohl es 1389 als Fälschung entlarvt wurde, ist das Grabtuch bis heute ein wichtiges Symbol für die katholische Kirche. 1988 durften Wissenschaftler die Echtheit des Grabtuchs prüfen und stellten fest, dass es aus dem 14. Jahrhundert stammt. Kritiker haben jedoch behauptet, dass die Proben nicht repräsentativ waren oder dass die Ergebnisse aufgrund von Verunreinigungen oder menschlichem Versagen ungenau waren. Trotz dieser Debatten faszinieren die einzigartige Darstellung eines Mannes mit Markierungen an den Handgelenken und das Geheimnis um die Entstehung des Grabtuches weiterhin Experten und Gläubige gleichermaßen. Wissenschaftliche Untersuchungen des Grabtuchs haben gezeigt, dass es keine Spuren von Pigmenten, Farben, Farbstoffen oder Flecken auf dem Stoff gibt, was darauf hindeutet, dass das Bild nicht gemalt oder gezeichnet worden sein kann. Die Tests haben jedoch auch bestätigt, dass das Tuch irgendwann in seiner Geschichte in direktem Kontakt mit einem menschlichen Körper war. Während einige Experten behaupten, dass das Grabtuch aus dem Mittelalter stammt, argumentieren andere, dass es als Grabtuch für ein damaliges Kreuzigungsopfer verwendet worden sein könnte, Jahrhunderte nach dem Tod Jesu. Im Jahr 2018 zeigte eine Blutmusteranalyse, dass die Blutflussflecken auf dem Grabtuch aus verschiedenen Winkeln stammen, was zu weiteren Spekulationen über seine Herkunft führte. Der Streit um die Echtheit des Grabtuchs geht weiter. Einige Gläubige vermuten, dass das mittelalterliche Radiokarbondatum aufgrund der jahrelangen öffentlichen Zurschaustellung und der Verunreinigung durch Kohlenmonoxid ungenau sein könnte. Eines der größten Rätsel des Grabtuches bleibt jedoch die Herkunft des Bildes eines Mannes. Chemische Analysen haben keine Hinweise darauf ergeben, dass Farbe, Farbstoff oder andere Substanzen zur Herstellung des Bildes verwendet wurden. Es sieht so aus, als hätten die Fasern selbst ihre Farbe verändert. Möglicherweise durch chemische Reaktionen, die durch die Hitze eines menschlichen Körpers verursacht wurden. Während die meisten Grabtücher normalerweise keine negativen Bilder der Person aufweisen, die sie umhüllen, deuten die Blutflecken und die stark zersetzte DNA stark darauf hin, dass dieses Tuch für eine Leiche verwendet wurde. Einige vermuten, dass das Bild auf dem Tuch mit primitiven Fototechniken erstellt wurde, die im Mittelalter zur Verfügung standen. Zwar konnten Wissenschaftler mit diesen Methoden Repliken erstellen, aber das Bild bleibt nicht auf dem Tuch, wenn das Silber entfernt wird. Diese Theorie scheint jedoch unwahrscheinlich, da es keine dokumentierten Beweise für dieses Wissen in dieser Zeit gibt. Die Tatsache, dass das Bild nicht von Menschenhand gemacht wurde und wahrscheinlich das Ergebnis einer chemischen Reaktion ist, widerlegt die Fälschungstheorie. Die Radiokarbondatierung schließt auch die Möglichkeit aus, dass es sich um ein Grabtuch aus dem 1. Jahrhundert handelt.
Viele Theoretiker glauben, dass es sich um das Grabtuch eines mittelalterlichen Kreuzigungsopfers handeln könnte. Unabhängig von seiner Echtheit bleibt das Turiner Grabtuch ein bedeutendes religiöses Artefakt, das Millionen von Menschen weltweit Trost spendet. Selbst wenn man nicht an seinen göttlichen Ursprung glaubt, ist das Grabtuch von Turin ein bemerkenswertes Artefakt aus dem Mittelalter, das eine unglaublich genaue Darstellung eines gekreuzigten Menschen zeigt. Obwohl die Entstehung des Bildes umstritten ist, ist die Bedeutung dieses Objekts für Gläubige und Ungläubige gleichermaßen unbestritten. Trotz jahrhundertelanger religiöser Erforschung gibt es immer noch viele unbeantwortete Fragen. Ein Ort, an dem wir vielleicht einige Antworten finden, ist das Vatikanische Geheimarchiv, ein alter und wichtiger Aufbewahrungsort für historische Dokumente der katholischen Kirche, dessen Aufzeichnungen bis ins 8. Jahrhundert zurückreichen. In den Archiven befinden sich unzählige Briefe, päpstliche Bullen, diplomatische Korrespondenz und andere wichtige Dokumente, von denen viele jetzt online verfügbar sind. Doch bei so vielen Dokumenten, die es zu sichten gilt, gibt es noch viele Geheimnisse, die darauf warten, in den mysteriösen Archiven aufgedeckt zu werden. Schreibe uns, welche Informationen der Vatikan deiner Meinung nach noch vor der Öffentlichkeit verbirgt, indem du einen Kommentar hinterlässt.